Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Diesmal mit Jack Chris. Hey Leute. Und MTB Crafter. Hallo. Und wie ihr seht, fliegen wir heute ein kleines, gemeines, hübsches Ding. Die HE162, Salamander oder auch Volksjäger genannt. Das Ding hat eine Battle-Rating-Angleichung bekommen, ist jetzt auf 6-0. Ich persönlich finde es fraglich, wobei wir natürlich wieder aufnahmetypisch auf 7-0 jetzt gelandet sind. Wir haben auch ein Glück, ne? Ist jetzt eigentlich in allen den letzten Aufnahmen nur Abtier? Passt. Also, ich war nie Low-Tier. Immer entweder komplettes Abtier oder so 75%, also von 6-0 zum Beispiel auf 6-7. Very gut. Ja. Das Spiel hat momentan was gegen mich. Aber ich habe nichts gegen dieses Flugzeug, ich finde es schön. Manche Leute mögen ja in den Folgen davor zugehört haben, wir haben das schon mal versucht und dabei ist meine Aufnahme nicht gescheit funktioniert. OBS hat mir da ganz schön in den Rücken geschossen. Kennt man ja, wenn das Mikrofon mal wieder raushüpft. Deswegen, ja. Wir versuchen es nochmal. Du hattest es auch schon. Ja, es macht OBS nach Updates leider immer sehr gerne. Ja, das ist zum Kübeln. Das ist so 1990. Ja, das Ding ist unüblich, es hat Web, aber ihr seht schon, wenn ich webbe, wird es direkt heiß. Deswegen ja, mit 104% geht's. Bei was? Mit 104% geht's. Ja, ich kann das nicht stufenweise einstellen, so wie du. Ich habe da keine Taste für. Das ist kein Mausrad. Bei mir liegt Zoom auf Mausrad. Achso. Ich hab auch Zoom auf Mausrad. Ja, aber du hast eine extra Taste dafür belegt. Ich hab eine Taste zum Erhöhen, andere zum Verkleinern. Vom Schub. Ja, die habe ich nicht belegt. Wie gibst du Schub? B, aber es gibt nur 100% oder Vollweb. Das heißt. Du kannst auch unter 100% nicht stufenlos einstellen, doch, oder was? Doch, das geht ganz normal. Nur ab 100% ja, ist direkt... Da musst du halt ganz kurz nur tippen. Das habe ich auch so. Nein, weil es nur toggelt. Doch. Es ist nicht... Ach so, das bleibt nicht. Nee, das bleibt nicht. Aber ist normalerweise auch kein Problem, nur bei der Möhre. Wenn es ein warmes Wetterchen gibt. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit dann die Taste zu drücken, um zu werben. Oh, die Taste muss durch den Finger in die Tastatur geprügelt werden. Verdammt, BI. Ich wollte gerade sagen, weißt du, hier sind so viele 7-0er Flugzeuge und die BI ist das, vor dem ich am meisten Angst habe. Ja, die F84 auch, aber... Ja, aber der kannst du einfach wegturnen. Die BI turnt dir einfach hinterher. Ja. Ja, Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Battle-Rating-Angleichungen haltet. Also bei den Flugzeugen finde ich manche Sachen echt fraglich, wie zum Beispiel die F-84. Oder auch die F-89, ja genau. Die haben nichts auf 7-0 oder 7-3 verloren, meiner Meinung. Habt ihr noch irgendwelche Battle-Ratings, wo ihr den Kopf verschüttelt? Nee, also ich bin dieses Mal wirklich mit den meisten Dingern gehe ich wirklich d'accord. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Radkampfwagen so hoch gekommen ist, aber mein Gott, das ist halt wegen der Statistik. Ja, ich glaube, der wird das Einzige, was ihm mal wehtun wird, sind Nachtgefechte, denke ich. Ja gut, die meisten deutschen Panzer in dem Battle-Rating-Bereich haben Probleme. Also die niedrigen, sage ich mal. Das Ding, warte, war das Ding nicht 8-7, als es reingekommen ist? Immerhin macht die BI auch vom Namen her ihrem Flugzeug alle Ehre. Das stimmt, ja. Aber ja, da wird mit 104% lässt sie sich echt gut fliegen. Ja, also ich habe seit Start dauerhaft 104%. Ich bin neidisch. Ja, ich beleg mir das auch. Also es hilft schon. Ich habe das ja auch und mit dem Mausrad mache ich es halt in sehr kleinen Stufen sogar. Hey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche das ja nie. Also die meisten Maschinen kannst du ja weapon wie blöd. Alter, die BI ist so ein UFO. Ja, und sie wird gleich auf uns runterkommen. In der Tat wird sie das. Richtung Nord-Nordost sind auch noch zwei Punkte. Weiß auch ja, nicht was, das könnten Bomber sein. Und Nordost ist auch noch was. Oh nee, das sind keine Bomber. Schade. Ja, sie will mich. Also ich könnte Hilfe brauchen. Ja, der zieht wieder hoch.
Ja, und pass auf, die FEU und die Jagd sind auch sehr nah. Oh, Jagd? Was? Oh, ja. Oh, jetzt die Eis auf dir, David. Ja. Und was soll ich da machen? Turn. Achtung, die anderen beiden kommen auch. Sollen wir ein CBI ganken zu dritt? Irgendwann müsste auch der Boden kommen, oder? Ah, da ist ja. Alter. Du, was willst du denn gegen das Ding machen, bitte? Nix. Ja, ich komme nicht hinterher. Jetzt werde ich zu langsam. Also das Ding ist wirklich broken. Da kann mir keiner erzählen, dass das gebalanced ist. Nee, also auf Reddit sagen sie, es könnte noch niedriger. Ja, auf jeden Fall! Weil der Speed verliert, wenn er turnt. Nee. Hey, das sind deren Argumente. Lass mich raten, die 90% davon haben eine BI. Wahrscheinlich, ja. Alter, also gerade... Die ist kritisch hinter dir, Jan. Okay. Okay. Overshootet. Ich krieg die ganze Zeit nur Treffer. Wie kann man damit 20er nur Treffer kriegen? Ja, ich häng mich wieder dran. Die ist weg. Die Eis hinter dir, Lukas. Achtung. Wie weit? Wie nah? Dieses Drecksding, wirklich. Jeder, der sagt, das Ding ist super gebalanced, hat Vollschuss. Ich drehe jetzt in deine Richtung. Ah, die Jagd kommt auch wieder zu mir. Ich bin hinter der Jagd. Treffe aber nichts. Defensives Fliegen geht so halbwegs. Wow, die Jagd ist bei mir, oder? Nee. Die BI getroffen. Irgendwas gemacht? Nee, es waren nur Hits. Weißt du, dieses Ding ist so klein, wie trifft man das mit der 20er und macht nichts kaputt? Ich hab die beide schon getroffen, aber nur Hits bekommen. Was hab ich hier, Jack am Arsch? Geh weg, Jack. Ne, sie hat mich. Jack hat mich geholt. Die Eis raus. Nerviges Mistding, waren meine letzten Kugeln. Ja, kommt. Ja, ich muss weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Hast du noch Schuss? Ja. Du dürftest jetzt relativ gut auf sie rankommen, oder? Ja, aber ich krieg immer nur Treffer. Okay, ich helfe dir noch, sie zu verwirren. Achtung, er zieht zu dir hoch. Ja, ich probiere erst. Du kriegst eine 262 Unterstützung gerade abgedreht? Ja, ich drehe um. Nee, Kollege. Nee. Au! Arschgeige. Kriegt das jetzt jemand oder sterbe ich jetzt hier noch, weil ich dir helfen wollte? Das wäre lästig. Das wäre wirklich lästig. Hallo? Hallo? Irgendjemand? Ja, ich bin auf dem Weg, aber das... Ja. Wieso helfe ich eigentlich? Und jetzt machen wir 20er Maus. Das ist Pech. Wo wart ihr denn beide? Ich war raus. Wenn nicht du, die 262. Ich muss erstmal ein bisschen Abstand aufbauen, weil wenn ich direkt geturnt wäre, der wäre mir direkt hinterher geturnt. Nein, der hing noch hinter mir. Als er hinter mir hing. Da bin ich direkt umgedreht. Also ja. So. Ist da noch irgendwas übrig? Ja, ein Bomber. Ja, ist noch ein Bomber übrig. Links von dir, Shackleton, hol sie dir. Oh, der fliegt weg. Ich hab nur 86 Schuss. Der ist auch schnell. Ich hab grad die BI mit 60, mit 12 Schuss gekriegt. Easy. Ja, ist auch ein bisschen kleiner. Ja, meine 12 Schuss auf die BI haben nichts gemacht. Ich frag mich auch, warum er auf einmal stillgehalten hat. Ob er mich nicht mehr gesehen hat oder ob er geblackoutet ist. Ich hab jetzt gedacht, er hätte die falsche Munition dabei, aber nee, ich hab die Air-Target-Munition. Also in Zukunft werde ich ohne Kanonen nicht mehr helfen kommen.
plane have no guns. Ach so, ja, die Arado. Das ist ein schönes Ding. Kommst du näher? Müsstest du eigentlich. Ich sehe sie nicht. Die landet irgendwie am vorgeschobenen Airfield, wenn ich das richtig sehe. Nee. Nein? Also macht die nicht gerade einen Landeanflug? Also dreht die nicht gerade? Sieht nicht so aus. Easy Game fliegt da in den Canyon rein. Die Flak kann ich da auf jeden Fall nicht erwischen. Sehen wir jetzt die durch den Boden Durchschießmagie der Flak. Bei so Brücken bin ich mittlerweile voll skeptisch. Manche davon haben einfach eine flache Wand als Hitbox, obwohl da ein Loch drin ist. Ja, schon stimmt sowas. Gesamtes Flugzeug ist gelb. Rechts. Warte mal, was hat die Shackleton? Hat die 20er nach hinten? Die nur nach vorne, oder? Nee, die hat nach hinten auch. Oben, unten? Das weiß ich nicht mehr, das ist... Aber oben. Ist auf jeden Fall... Schieß aufs Triebwerk! Wäre echt gut bewaffnet. Sehr schön. Nice. Schön gemacht. Ja, der hat mich noch total sniped. Echt? Ja. Joa. Hey, du hast nichts gemacht. Du bist nur erster von uns drei. Alles klar, meine Tastatur war gerade außerhalb des Bildschirms. Ich wollte sagen, meine Maus war gerade außerhalb des Bildschirms. Oh Jan, was guckst du dir gerade an? Ich habe mir gerade die Shackleton mal kurz angeschaut. Ist ein schönes Flugzeug, finde ich. Naja, die macht auch Spaß zu fliegen. Weil sie hatte die wirklich oben, die 20er und hinten. Hinten hat sie doch nur diesen komischen Aussichtsstand, ne? Nee, hinten hat die 20er. Hinten drauf, oben drauf und vorne, aber die vorne können halt nicht links oder rechts schießen. Das finde ich so dämlich, dass die nicht pilotenkontrolliert sind. Das Ding wäre so cool, wenn das einfach Pilot Control 20er hätte. Ja, vor allem, weil das Ding ja eben mehr oder weniger nur gerade ausschießen kann, also. Falls wir übrigens jetzt richtig scheiße performen, die Ausrede ist, wir haben vorher schon zweieinhalb Stunden gestreamt, wir sind ein bisschen alle. Gegessen haben wir auch alle noch nichts, wir haben Hunger. Was gibt's bei euch heute Abend? Oh, mal gucken, was... Was die Tiefkultur hergibt. Ja, sowas in die Richtung, ja. So, mal gucken. Options? Nee, nicht hier. Controls? Aircraft? Was ist denn das Movement? Das ist... Schubachse. Bei Movement ist... All throttle for web. Oh, geht das so jetzt? Ja, genau das. Okay, wir mal auf 105%. Okay, 610. Wie warm wird die bei euch? 606 auf 104%. Attention to the designated grid zone. Das ist halt mit W drücken, also mit der W und S-Taste, ein bisschen schwierig. So musst du immer so ganz schnell drauf tippen. Ich mach das mit einem kleinen Finger mit Shift und Steuerung. Ja, ich auch. Also beziehungsweise, wenn ich grobe Sachen einstellen müsste, wie einfach schnell hoch runter, mache ich es mit Shift und Steuerung und wenn ich halt fein justiere, dann mache ich es über das Mausrad. Nee, wie gesagt, Mausrad ist bei mir Zoom. Ich mag das. Ja, bei mir auch. Ich finde das schöner, wenn du mit dem Mausrad so stufenlos zoomen kannst. Attention to the designated grid square. Ja, aber 105% verkraftet sie auch sehr gut. Warum seid ihr so weit vorne? Wie viel Grad steigst du, David? Ich bin irgendwie die ganze Zeit fast gar nicht gestiegen. Jetzt steige ich mehr. Ach so, ich wurde immer mal wieder gefragt, was für Einstellungen ich habe für Fliegen. Ja, also schwierig in so einem Video das zu zeigen. Warnt mich mal, wenn was kommt, bitte. Also, wenn es euch interessiert, pausiert einfach. Oh lol, wir sind 4 HEs, 161 und 4 U288er.
Wow. Ihr seht, ich habe auch eine Menge überhaupt nicht belegt. Meine Grafikeinstellung hat, glaube ich, auch einige interessiert. Options. Ja, das ist momentan drin. Ich habe ein bisschen rum experimentiert mit diesen ganzen Frame Drops in letzter Zeit. Also da muss ich ein bisschen runtergehen. Vor allem bei den Schatten. Das war irgendwie der ausschlaggebende Punkt bei mir. Hattet ihr da auch Probleme mit den Schatten? Nee, Schatten nicht. Hab ich jetzt nicht bemerkt, nee. Silver Stallone. Eine F8 am Boden. Also Punkte hier oben bei uns sehe ich jetzt nicht. Ich auch noch nicht. Doch, da ist ein Punkt. Richtung? Boah, von mir aus gesehen Nordwest. Ah, die PN50 da meinst du, ne? Zwei Stück, da oben drüber ist noch einer. Oh, aber der dive der daneben. Ja. Red Flag, ja. Joa, ja, gibt's sonst noch irgendwas Interessantes zu erzählen? Es ist viel zu warm. Also, J. Chris findet es cool, beziehungsweise, naja, das klingt komisch in dem Zusammenhang. So ein Hitzemensch, ich nicht. Wobei es ist angenehmer als die letzten Tage. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich geh mal runter, ich geh mal unserer 162 helfen. Oh, bei mir ist eine F8. Was? Oh ja. Schlaues Biest. Wir haben eine PN50 am Arsch. Ui! Da kommt Tracer. Da kommen eine Menge Tracer. Ah, 50 Kells sind echt mies. Mit denen kannst du ziemlich weit schießen. Call Me Mark fand mich gerade ganz interessant, falls einer von euch in meiner Nähe ist. Ist er schon da? Nee, gerade nicht. Wir haben gerade die F8 hier aus dem Himmel gepustet. Das ist immer so interessant, wie dem Staffelführer überhaupt nicht gefolgt wird. Ja, wie sollen wir denn dir dann folgen, wenn du ganz hinten bist? Was denn, wir wollten dir folgen, dann haben wir die F8 über uns gesehen und die musste halt zuerst weg. Okay. Oder wolltest du die über uns haben? Auf jeden Fall. Ich sehe halt jetzt leider überhaupt keine Gegner mehr. Ja, ich geh mal runter zu Red Flag. Die sind irgendwo unter mir. Hey, die F4 will mir nach oben folgen. Die wird anscheinend langsam. Red Flag? Nee. Doch. Oh, ne, das ist auch die PN50. Kommt hier näher. Eigentlich auch die ganze Zeit da. Aber nicht bei mir. Geh mal auf die PN50. Ja. Ja, ja, ja. Boah, was war das denn? Ist ja peinlich. Hab einen Hit auf sie. Wie auch immer man mit den Minengeschossen Hits produziert. Hat die letzte Runde auch. Durchgehend. Durchgehend. Achtung, Jan, die hängt immer noch hinter dir. Okay. Der Red Flag ist ziemlich defensiv beim Fliegen. Muss man aufpassen. Ich versuche mich an Porco ranzuhängen, also der hinter dir, Jan. Sag, wenn du nah genug bist, dann ziehe ich ihn hoch. Ich bin noch 1,1 weg. Bin ich 1 weg? 900. 800. Ja, der merkt, dass ich von hinten komme. Die sind nicht schlecht. Okay. Mach nicht mal einen Hit. Das mit dem W gedrückt halten, killt mich so ein bisschen. Jetzt hängt er sich hinter mich. David, kriegst du? Wunderbar. Die sind echt nicht schlecht. Ich glaube, die kommunizieren. Sind die in einem Team? Wow, nicht mein Hit. So, jetzt Porco. Knutsche ich mit dir.
Jo, hab ihn. Okay, dann ziehe ich dir viermal in eure Richtung. Jo, ich drehe auch schon. Also das ist echt gewöhnungsbedürftig, wenn der Slider oben hängt mit dem Web. Der zieht hoch zu mir. Ja. Nee, der zieht David hinterher. Stürzt mich drauf. Ich auch. Wieder nur Hits. Oh, ich glaube, es hackt, ey. Das Spiel hasst mich heute irgendwie. Oh, das war knapp über F4. Der geht mir auf die Nerven, muss ich sagen. Schon wieder nur Hits. Was ist denn das? Ich wünschte, ich würde Hits kriegen. Ich habe noch 80 Schuss, wie geht's bei euch? 132. So, ich mache einen Anflug, bin über ihm. Ja, und jetzt sieht mir natürlich die komplette Tragfläche. Um Crit, aber es war nur die unnütze Klappe. Hab ihn. Lächerlich. Also, die 20er sind. Ist das auch so ein Würfelglück? Fast wie Heat, habe ich das Gefühl. Ich bin leer. Okay, Mark war auch eine Pia 51, ne? Ja, ja, man sieht, da ist er ja, Richtung Osten. Ah, da, ja. Anyway, das ist der Computer not available. No shit! Hätte ich nicht erwartet. Oh, eine AU-1. Ich glaube, die ist recht stark beschädigt. Ja, das ist eine A26. Ja. Ich ramm ihn. Machen Header mit der P51. Bei Kritz. Wie geht's dir? Ich hab gar nichts. What the fuck? Und hab eine Abschlusshilfe gekriegt. Also das war sehr komisch. Der hat mich komplett zerlöchert von vorne. Boom! Nichts gemacht. So, ich habe meinen Dienst erfüllt. Ich habe drei Gegner ausgeschaltet. So, du hast keinen Kill für die A26 bekommen? Weil ich nicht drauf geschossen habe. Ich hatte ja keine Kugeln mehr. Leider. Mann, du Typ, hättest du nicht mal mit der Luger aus dem Cockpit rausschießen können? Das läuft aber erstaunlich gut, muss ich sagen. Also fast wieder wie letztes Mal. Die 20er sind super. Oh. Es tut mir leid. Eigentlich ist Jan ein echt guter Pilot. Nicht ganz so gut im Zielen, aber... Ja. Und hier kann ich es eigentlich ja mal schon mal final ankündigen. Also die 5000 stehen ja jetzt quasi direkt an der Türschwelle. Also ich nehme an, wenn das Video rausgekommen ist, haben wir die erreicht. Oder das nächste, spätestens da schätze ich mal. Es wird ein Turnier geben. Es wird... Warte, Battle Rating 2.7 sein. Es wird wieder Viermann-Teams geben. Ankündigung wird dann separat nochmal folgen mit dem Style Guide, sage ich mal, mit den Regeln. Was noch? Es wird wieder ausgewählte Karten geben. Diesmal sind alles Einpunktkarten. Es wird diesmal keine großen Preise geben. Das spielt auch uns in die Karten, weil wir dann mitspielen als Team. Also das All-Star-Team wird mit von der Partie sein. Und wir werden es euch nicht leicht machen. Ich habe gar nicht im Kopf, es sind demnächst Pfingstferien. Kann gut sein, dass es da reinfällt. Ich nehme an, viele sind dann weg, was schade ist, aber ich kann nicht warten, bis es zu den 6000 Abonnenten kommt. Ihr seid alle da, oder? Wahrscheinlich, bestimmt, keine Ahnung. Also ich werde es euch nur mal ankündigen, aber ihr seid nicht irgendwie in den nächsten 2-3 Wochen irgendwie mal einen Monat weg oder so. Nee, nicht mal ein Wochenende oder so, aber... Kannst du nur. Mein Euro-Ticket, Alter. Oh, da freue ich mal so gar nicht. Da freue ich mal so gar nicht. Da freue ich mich so gar nicht drauf. Die Bahnen werden so brechend voll sein. Also das wird echt Hardcore-Kuscheln. Da wird jedes Massenkopulieren ein Scheiß gegen sein. Er freut sich schon drauf. Ja, ich würde gerne mal wieder ein bisschen unterwegs sein.
Fahr nicht nach Sylt, die haben keine Lust darauf. Nee, ich will auch nicht nach Sylt, Sylt ist hässlich. Wo willst du denn hin? Gucken. Ich weiß es noch nicht, vielleicht fahre ich auch einfach nur irgendwelche Ziele in der Gegend ab. Hey, kannst ja zu mir kommen, dann gehen wir Burger essen. Ich auch machen, ja. Oder ich schmeiß den Grill an, dann können wir schöne Steaks machen. Lass mal gucken. Ich will auf jeden Fall reisen, ich bin schon so lange nicht mehr gereist. Du reist doch jetzt mit mehr als 400 km/h. Ja, aber hier war ich schon. Okay, ich muss mal wieder irgendwo hinfahren, wo ich noch nicht war. Ja, es gibt echt viele schöne Orte, wo ich auch gerne mal hinfahren würde. Oder eher hinfliegen. Gut, die meisten, die erreiche ich mit meinem Euro-Ticket nicht. Nee, wie weit ist das eigentlich von der Range? Also, ich habe da ehrlich gesagt nicht ganz durchgeblickt, was für eine Reichweite man da hat. Ganz Deutschland, soweit ich weiß. Echt? Also, aber halt nur öffentlich, aber halt nur Regionalbahn und sowas. Also ist man schon lang unterwegs, nachdem wo man hin will. Ja, klingt nicht so angenehm. Ja. Der Weg ist das Ziel. Nein. Kommt auf den Weg drauf an. Ach, das ist so friedlich. Bisschen eng das Cockpit. Immer noch mehr Platz als in japanischen Cockpits. Oder in der 109. Die 109 ist furchtbar. Saß ich mal drin im Technikmuseum, Alter. Da fühlst du dich beengt. Da hast du überhaupt keine Beinfreiheit. Ich sag mal V1. Achso, nee, warte. Die Bomanto. Es gab doch eine Bomanto, oder? Es gab sowas, ja. Ich kenne das noch. Waren das? In genau, Battlefield 1942, in Secret Weapons. Du meinst jetzt die Interkontinentalrakete der Deutschen? Nee, es gab. Ja, aber es gab nur irgendwas bei Mantis. Ja, ich weiß, Form. Eine zweistufige V2. Da hatte die erste Stufe hat nur den Atomsprengkopf in den Himmel gebracht und dann ist ein Pilot mit dem Sprengkopf sollte in die Staaten runterkrachen. Nee, es gibt da noch was anderes. Es war ungefähr wie die 162 hier, aber halt nur ein Raketenkörper und das Ding hatte auch einen Pilot. Das ist von Schienen gestartet. Ah, so die Natter. Rampe. Die Natter meinst du? Die hat Waffen so ein Raketen-Multishotgun-Ding. Nee, das meinen wir nicht. Nee, das gab's nämlich damals, gab's das Ding bei Battlefield 1942 im Secret Weapons Add-on. Oh, ansonsten von Schienen. Ja, es ist auf Holzrampen gestartet oder so. Auf jeden Fall musste das Ding, das war eine Rakete mit einem Piloten vorne drin und wahrscheinlich ist der rausgestiegen und wenn er raus wollte oder so. Was für eine Bewaffnung hat denn das Ding gehabt? Weißt du das noch? Das weiß ich nicht mehr. Die Ki 83 da oben macht mir Sorge. Ja, das war die V1, nur eben halt als Bamante-Variante. Ich vorstelle, dass da ein Mensch reingepasst hat. Ja, das war halt ultra eng. Warte mal, war das die, wo man drin gelegen hat? Nee. Aber der brauchte halt auch nicht viel Platz, der brauchte nur Platz für einen Steuerknüppel. Und das Ding wird dann von außen gestartet und fliegt dann. Und Rumor Rank von unten kommt ziemlich nah. Du brauchst ja keinen. Okay, macht aber keine Anstalten, hier hochzukommen. Wo seid ihr denn gerade? Warte. Über dir. Ich will gerade Richtung der Ki 83. Ja, die muss weg. Okay, sehr schön. Ist weg. Dann doch die F8. Ich geh mal auf Roomerang runter. Das Ding heißt Reichenberg-Gerät. Ja. Ich hab mal was mit einem Hit gemacht, oh mein Gott. Das war frech. Was ist denn da los? Mich schon wieder darauf eingestellt, nur Hits zu holen. Ich hätte ihn auch getroffen, easy. Ja. Ich hab sogar seinen Wrack getroffen. Zeros oder... Ich würde erstmal sagen, die anderen beiden. Die Zeros kommen uns von der Geschwindigkeit eh nicht hinterher. Okay, David ist an den Zeros interessiert. Ja. Wie war das? Die J7 turnt ganz gut bei hohen Geschwindigkeiten, ne? Ja, die turnt richtig gut bei hohen Geschwindigkeiten. Wen willst du? China oder? Ja, sagen die F8 zuerst. Okay. Dann gehe ich zu den Sitz drauf.
Ja, ich komme mit als Backup. Okay, die F8 hat's gemerkt. Ja, dann halt direkt weiter. Na, turn ruhig, du wirst langsam. Oh, das ist aber kein schöner Anflug. Oh, er ist ausgestiegen, okay. Ich gehe nochmal auf die J7. Wobei, ich nehme den von beiden, nehme zuerst, wo die Flinte fliegt. Er ist die J7. Na, guck ich mal nach. Ist raus. Ich finde, die 20er von dem Ding fliegen ziemlich schön. Also, du hast ein gutes Schussbild. Das Problem ist nur, wenn du nur Hits generierst. Achso, das ist ein KI-Flugzeug, wollte gerade sagen. Bist du auch von der Map immer die ganze Zeit irritiert? Ja, wegen dem Radar, ich hab grad noch mal. Ja, ja, ich auch. Ich hab auch die ganze Zeit umgeguckt wegen der 190. Ja. Einer lebt noch. Der hat auch noch keine Punkte. Oh. Oh. Zero. Ganz weit oben. Schön Geschwindigkeit aufbauen. Der ist an mir interessiert, ich dive. Wie viel schafft so eine Zero? 700, oder? Ahnung. Alter, der schafft's mir mit 800 hinterher. Ich dachte, die könnte überhaupt kein Speed. Aber warte mal, das ist warte, die C ist das nicht diese Heavy-Variante? Ja, es ist die Heavy-Variante. Okay, hat ihr einen Speed verbraucht? Das wäre jetzt eine Chance für euch. Bin dabei. Uah, fuck. Jetzt hängt sie. Was macht die denn? Los, Jan! Sie brennt. Sehr schön. Gut. Oh, das sieht schön aus. Jetzt geh nicht aus, du Reispapierflugzeug. Naja, es kann sein, dass sie halt jetzt selbst verschießende Tanks. Okay, es war nur schon wieder, dass das passiert. Schießen wir da noch drauf? Ja, ja, schieß drauf. Sie kann noch fliegen, es war nur der Tank. Wow. Nicht mal getroffen. Brennt schon wieder und ist direkt ausgegangen! Ja, der Tank, der verschließt sich ziemlich gut. Crazy! Ja gut, der nächste, der sie anschießt, der hat sie, glaube ich. Ist aber auch Jans ja. Kill. Nochmal. Ja, also. Ich würde sagen, das haben wir ganz gut gemeistert, die Runden. Und das war auf jeden Fall erstmal eine 5-0er Runde. Also wir sind, das war mal, da hat man mal gesehen. Also, ja, ich finde das Ding ist zu niedrig jetzt, muss ich persönlich ehrlich sagen. Also auf 5-0 runter ist schon echt mies. Ja. Also ich fand sie auf 6-3 eigentlich relativ gut. Wobei auch 5-3 schon mies war. Aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wir hoffen auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß, das lief zufriedenstellend. Was sagt ihr? Ja, ja, aber okay. War okay. Jan, das lief perfekt bisschen für dich. Lief gut. Nee. Die ersten beiden Runden waren kacke. Okay, diesmal ein F für Jan in den Chat, bitte. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr Spaß hattet. Bedanken uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.